ahnst nicht, wie hinreißend ich dich in Cambridge fand. Bist du schon verheiratet? Nicht ganz. Ich nehme an, du hast bestimmt jede Menge Verehrerinnen. Es war eine Zeit, in der sich die gesellschaftlichen Regeln veränderten und die Nationen der Welt Krieg führten. Eine Zeit, in der eine unkonventionelle Frau ihre Leidenschaften auslebte. Wie viele Liebhaber hattest du? Keine Sorge. Ich schaue nie zurück. Ein Mann folgte seinem Herzen. Sie haben London wegen der Liebe verlassen? Eine außergewöhnliche Frau brachte sie zusammen. Sie besaß nichts, als sie herkam. Sie ist mein Schützling. Ich möchte, dass wir drei Freunde werden. Auf uns! Sie sind ein glücklicher Mann. Sie leben mit zwei schönen Frauen zusammen. Vergangenheit und Zukunft sind belanglos. Was zählt, ist der Augenblick. Dieses Land befindet sich im Krieg mit Deutschland. Es wird immer Kriege geben. Du lebst in einem Kokon, du denkst nicht an die Welt da draußen. Ich lass dich nicht gehen, ich lass nicht zu, dass du getötet wirst. Der Faschismus muss aufgehalten werden. Gezwungen zwischen Leidenschaft und Pflicht zu entscheiden, wählten sie beides. Wir wissen nicht, was kommt. Blind suchen wir nach unserer Zukunft. Warum willst du nicht mit mir kommen? Ich liebe dich nicht, Franz. Erst dann, wenn die Besten tot sind, wird der Krieg zu Ende sein. Sie liebt dich mehr, als sie je zugeben wird. Eines Tages werdet ihr wieder zusammen sein. Charlize Theron, Penelope Cruz, Stuart Townsend und Thomas Kretschmann. Head in the Clouds.